Damit willkommen zu No Time to Relax. Gehen einfach mal rein. Wie viele Spieler? Ein Spieler. Nimm mich. Ich nehme einfach den hier. Zeitlimit. Keine Begrenzung. Kurz 10 Wochen. Mittel 20 Wochen. Lang 30 Wochen. 30 Minuten Marathon. Machen wir, ja, 30 Wochen. Mal gucken, was uns erwartet. KI-Spieler. Eine beliebige Taste drücken. Okay, hier stürmt er rein. Hier fahren wir alle runter und Woche 1. Klackers ist das beste Fastfood in der Stadt. So gut. Fitnessstudio, werde fit und gesund, indem du hierher hinkommst. Und du Fleiß keinen Preis. Billige Wohnung, deine erste Wohnung. Komm hier hin, um dich zu entspannen. Markt Lotterlose. Und Essen für deinen Kühlschrank, wenn du einen hast. Schicke Wohnung, viel schönere Wohnung. Super, sicher halt alle Einbrecher auf. Erhält ein einfacher Tower und die Siegesbedienung. Hier kannst du deinen Fortschritt in Sachen Gesundheit, Bildung, Glücklichkeit und Geld einsehen. Einkaufszentrum, kaufe neue Kleidung und Möbel für deinen heimglücklichsten Ort auf der Welt. Elektroladen, Lust auf einen Kühlschrank oder einen neuen Fernseher, hol ihn dir hier. Universität, komme hier, um gebildet zu werden, um einen besseren Beruf zu erkriegen. Kulturzentrum, hier kannst du Eintrittskarten zu Veranstaltungen auf oder Ausflügen kaufen. Zeit, die Uhr zeigt, wie viel Zeit jede Woche übrig ist. Unter dem Ziffernblatt ist der Wochenzähler. Okay. Arbeitsamt, bewirb dich hier für Jobs. Startup, unter dem das Gehalt ist wirklich gut. Bank, hier kannst du deine Miete zahlen, Geld ein- und auszahlen, einen Kredit erhalten oder einen Makler für Investitionen besuchen, wenn du glaubst, dass heute dein Glückstag ist. Okay. Und nun? Okay. Arbeitserfahrung 0. Ungebildet. Okay. Wir haben $200. Wir sind ungebildet. Billige Wohnungen. Markt. Fitnessstuhl Klackers. Einkaufszentrum, Haushaltsgeräte, Universität. Wir sollten wahrscheinlich erstmal irgendwie was lernen. Oder Arbeitsamt? Universität. Zu lernen oder nicht zu lernen? Um einen Abschluss zu bekommen, musst du ihn im Level aufsteigen lassen. Was Zeit kostet und eine einmalige Registrierungsgebühr. Das sind die verschiedenen Abschlüsse, die man haben kann. Die meisten Jobs brauchen einen bestimmten Abschluss. Wenn du hier arbeitest, wird der Arbeiten-Button angezeigt. Drücke auf diesen, um zu arbeiten und etwas Geld zu verdienen. Im Junior College für 50, okay. Haben wir jetzt schon was gelernt? Ja, ungebildet noch.
Eine Rakete. Ja, ziemlich gut. Herrlich. Okay. Halli, halli, halli. Oh, wir haben es geschafft. Ja, wir haben unseren ersten Gratuierten Schule für 75 Einschriften. Gute Show, das ist nicht genug Zeit. Du hast nicht. Wie? Ich habe nicht genug Zeit. Ach, Woche 1. Willkommen back. Nur Time to relax. Ein besteuertes Wochenende. Du hast diesen Wochen einen Brief erhalten, welcher dich darüber informiert hat, dass du der Stadt Steuern schuldest, welche du sofort bezahlen musst. Sonst setzt was. Oh, shit. Du hast vergessen zu essen. Schnapp dir bei Claire etwas zu essen oder füll deinen Kühlschrank im Markt auf, wenn du einen hast. Wenn der Hunger seine hässliche Seite zeigt, fällt dir nichts besser auf als ein Klackers Mahlzeit. Für das wahre kulinarische Erlebnis empfehlen wir Klackers Burger. Limo ist schlecht für eine für deine Gesundheit. Warum würdest du sie kaufen? Wenn du hier arbeitest, wird der Arbeiten-Button angezeigt. Drück auf diesen Button und arbeite, um etwas Geld zu verdienen. Du kannst jederzeit ein eiskalten Shake runterkippen, wenn du gestresst bist. Wir sind fast pleite. Kann ich hier nicht arbeiten? Also das ist einfach nur wegen Arbeitsamt, also erstmal Arbeitsamt. Die Stadt hier repräsentieren verschiedene Gebäude, bei denen du einen Job bekommen kannst. Die Ausbildung, welche für diesen Job erfordert wird. Berufserfahrung erhältst du, wenn du irgendwo arbeitest. Nicht alle Arbeitsplätze sind immer verfügbar. Vielleicht musst du später zurückkommen, um einen Job zu bekommen, den du wirklich willst. Die Voraussetzung mit dem ausgewählten Job siehst du hier. Die Jobs, welche für diesen Gebäude zur Verfügung stehen. Wenn du die Bedingungen für einen Job erfüllst, wird der Knopf grün werden und du kannst auf ihn drücken und diesen Job bekommen. An der Kasse, und das bringt so wenig. Putzkraft. Müssen wir ja so oder so hier als Universität Hausmeister. Also ist egal, wo wir anfangen. Ja. Machen wir in der Universität. Ja. So stelle ich mir das Arbeitsamt auch immer vor. Ping Pong. Das ist so. Sie haben nichts Besseres zu tun, als die Zeit zu verschwinden. Und das ist so gesehen hier so der Ausweg. Wenn man nicht mehr zum Arbeitsamt will, nimmt man sich halt einen Strich. Arbeit. Oh.
Du hast nicht genug Zeit. In die... Was? Der entspannt sich aber sehr viel. Du hast vergessen zu essen, schnapp dir bei Klackgasse etwas zu essen oder füll deinen Kühlschrank und Mark auf. Ja. Zähne zusammenbeißen und durch. Du musst diese Woche deine 10-jährigen Zahn untersuchen. Ernsthaft? 10-jährigen Zahn untersuchen gegangen und du hast einen Termin für deinen nächsten Besuch im Jahr 2030 gemacht. Warum habe ich nur Mist? Bärenjumbo. Ein Shake. Dritten Burger erstmal. Ihr Grab. Ja, danke. Und die infertilen Möbelstücke und Gegenstände, die du kaufst, werden hier erscheinen. Dein Kühlschrank wird hier erscheinen, wenn du einen kaufst. Dort kannst du Lebensmittel aufbauen, ohne dass sie schlecht werden. Wenn du gestresst bist oder dich einfach richtig entspannen möchtest, drücke auf diesen Button, um dich richtig geraten zu entspannen. Du kannst für diesen Ausgangsschild drücken, um dein Gebäude zu verlassen. Du kannst auch die rechte Maustaste Escape oder B auf deinen Controller benutzen oder einfach außerhalb deines Gebäudes klicken. Ist nicht genug Zeit. Woche 3. Du hast vergessen zu essen. Ich hab doch gegessen. Gib mal. Ich würde lieber Tornados jagen gehen. Probier zaubern. Probier zaubern, sagten sie. Es wird entspannend, sagten sie. Miete ist fertig, die Miete für den Monat ist fertig. Geh zur Bank, um sie zu zahlen. Du kannst dein Geld hier zur sicheren Aufbewahrung lagern. Wenn du dieses gewisse etwas extra Geld brauchst, kann dir die Bank vielleicht etwas leihen, wenn gleich mit Zinsen und Gebühren. Wenn du hier bist, wird der Arbeiten-Button ja das Kämmer. Du kannst hier alle 4 Wochen deine Miete bezahlen. Ja. Tut mir leid, so viel habe ich nicht. Da bin ich halt direkt wieder pleite. Hervorragend. Bachelor. Okay, wo ähnliches Geld für Maschinenbau. Arbeitsamt. Wir haben ja jetzt Arbeitserfahrung. Legere Kleidung. Legere Kleidung. Warum legere Kleidung? Moment. Kleidung, Haushalt, Einkaufszentrum. Semi-legere Kleidung. Das sind verschiedene Geschäfte, die du im Einkaufszentrum besuchen kannst. Kleider, Möbel, Küchenutensilien und mehr für deine Wohnung. Das Kaufen von Gegenständen für deine Wohnung gibt einen einmaligen Glücklichkeitsbonus und gibt dir daraufhin jede Woche Glücklichkeit. Verschiedene Aufgaben von verschiedenen Trachten, welche du hier kaufen kannst. Wenn du hier die richtigen Klamotten nicht leisten kannst, kannst du vielleicht einer deiner Tanten fragen, ob sie dir ein wenig Geld leiht. Okay. Schicke Küchenmesser. Autsch. Schneidebrett. Ja. Bis 60.
Schön, dass wir nicht nur selber leiden. Trauriger Clown, du bist dieses Wochenende auf einen Garagenflohmarkt gegangen und du hast ein Bild von Pagliacci, die Clown, gekauft, um dich hier aufzumuntern. Also, ist ja toll. Das sieht doch schon viel besser aus. Moment, ich hätte mir die hier einfach kaufen können, oder? Ich habe so ein ungutes Gefühl. Ja, Arbeitserfahrung fehlt uns auch noch. Keine gute Tat, dieses Wochenende hast du deinem Messi-Freund beim Umzug geholfen. Und das hat uns auch noch Geld gekostet. Wieso kostet uns das Geld, wenn wir ihnen helfen? Sehr schön. Kann man mehr Geld verdienen. Hier brauchen wir noch ein paar mehr Arbeitsstunden. Und wie soll man denn da entspannen? Mit den Chili-Chillen? Diesen Wochenende hast du versucht, einen Inferno-Schat Yolo Kaya in ein Gericht zu verwenden. Du fühlst dich gestresst. Du solltest dich jetzt schon genießen, eine Show trainieren, spannen dich zu Hause oder schnapp dir einen Shake, um dir ein bisschen aufzulockern. Ja. Ich kann mich nicht entspannen. Ich muss arbeiten. Gute Show. Du hast nicht genug Zeit. Ja. Ah. Ich wollte eigentlich, dass man besser. Ja. Vielleicht sollten wir die Wohnung ein bisschen aufmotzen, wo wir jetzt ein bisschen Geld haben. Oh Gott. Du fühlst dich geschützt, du solltest dich entspannen. Eine Süßigkeit zum Zähne ausbeißen. Diesen Morgen hast du zum ersten Mal Zauberkugeln probiert. In ihren Namen gestreut bist du auf magische Weise in den Zahnarztpraxis gelandet. Du bist krank geworden. Die schlechten Dinge im Leben haben jetzt nicht ihren Geist, sondern auch ihren Körper gebrochen. Miete ist fertig, die Miete für den Monat ist fertig. Geh sie zur Bank, um sie zu zahlen. Toll. Kredit abbezahlen, Kredit aufnehmen. Scheiße, als ob ich mein Mittel riskiere, indem ich sie dir gebe. Du schuldest uns nicht.
Deine Kreativität ist unter dem Tisch, also nope. Ja. War klar, dass die uns nichts gibt. Goldpflichtglas. Schneidebrett. Yay. Fühlt sich gut. Eine Zeit zum Entspannen. Aber wir haben nichts gegessen. Nee, wir haben nicht wirklich mehr Geld. Nicht gut. Jetzt legt er nach hier. Das Gessen zu essen. Nierenerfolg. Du hast das Wochenende damit verbracht, eine deiner Nieren auf NetBay verkaufen zu versuchen. Wir haben gar kein Geld mehr. Uff. Moment, erstmal. Ja. Ist aber nicht verfügbar. Nicht erbärmlich. Sag mir nicht. Doch, er hat. Er überholt uns noch. Welle der Kriminalität. Kriminalität ist an Tages an. Sichere dein Geld in der Bank und ziehe irgendwo hin, wo es sicher ist. Beach Boys Blues. Du hast einen schönen, entspannten Tag am Strand mit dem Lesen von Weißhai und Eisessen verbracht. Du wolltest nicht wirklich zurück in die Stadt. Bank, ja. Geld haben wir eingezahlt, sehr schön. Bist wirklich gestresst. Bist du ausgeraubt? Was für ein Stumpfsinn. Okay. Wir haben aber. Ja. Moment, das haben wir doch schon. Haben wir sehr viel hier gekauft. Weil wir sollten halt umziehen, aber die Miete können wir dann eh nicht berappen.
Oh Gott, das wird immer mehr. Welt der Kriminelle endet. Okay, das ist gut. Der Fortschritt kann nicht aufgehalten werden. Die Regierung möchte all dein Geld für eine neue Fabrik haben, welche gebaut und am selben Tag abgerissen wird. Du hast versucht, dich dagegen zu wehren, aber du kannst es dir nicht leisten. Miete ist fällig. Du brauchst neue Kleidung. Oh, zumindest können wir uns hier ein bisschen entspannen, aber aha, das ist hier gut. Pünktlich wie ein Uhrwerk. Moment. Wir haben noch nicht genug Arbeitsstunden. Der Mann im Spiegel? Wir haben halt ja wirklich keine Zeit zum Entspannen hier. Entspanntes Wochenende. Kann ich damit arbeiten? Nein. Ja, Verwaltungsleiter. Ich habe sogar noch ein bisschen mehr. Wir hätten uns die billigere Kleidung holen sollen. Wie geht es dir? Zwang, hast du die falsche Person in der Bar angemacht? Mag? Schicke wohnen, Mag? Okay, hier gibt's was zu essen. Aber schicke wohnen können wir uns auch eh nicht leisten. Einkaufszentrum. Kultur. Oder Miete 400. Das ist nicht genug Geld. Kredit aufnehmen. Oh, das ist doch schon mal hier. Sieht doch ordentlicher aus. Mit unserem neuen Job hier. Ja. 400 Dollar? Uff. Die 400 Dollar, das wird kräftig. Könnte sein, dass wir die 400 Dollar nicht haben am Ende. Ausgelingt. Diese Woche sind alle Türklinken einer Wohnung. Oh Gott. Die Klinken deiner Wohnungslage gleichzeitig abgefallen und das einen Tag, nachdem die Garantie abgelaufen ist. Natürlich genau danach. Ausgezeichnet.
Oh. Voll entspannt sich ja nur. Wir haben keine Zeit zum Entspannen. Geduldsspiel. Diesen Woche hast du versucht, das erste in der Stadt zu sein, welche den Kronos Relaxus zieht. Doch du wurdest überlistet und er hat dich zuerst gefunden. Deine Kreditschulden sind Zinsen aufgefallen. Miete ist fällig. Du wirst wirklich gestresst. Voll. Ey. Ich wollte die Miete, ich wollte die Zinsen abzahlen. Was? Ihr kriegt einfach Geld? Wie kommt es, dass er Geld kriegt und wir nicht? Schweinerei. Ich möchte auch mal was Gutes haben. Zirkuslusche. Die Zirkusfeldlusche. Nach einer Reihe von unwahrscheinlichen Ereignissen an den Wochenende, einschließlich eines Zusammenstoßes mit einem Bände. Juwelen, die landest du als Teilnehmer in der Zirkusweltmeisterschaft. Ja, kann ich mir echt was Besseres vorstellen. Kontostand ist so schön. Ich muss hier eh ein paar Arbeitsstunden aufholen wegen Job und sowas. Es Kühlschrank. Reicht das nicht? Nee. 7-Millionäre Kleidung. Haben wir doch. Verfügbar erfordert 7-Millionäre Kleidung. Ich von den Klamotten nehmen, müssten wir das doch richtige haben. Wieso kriegt ihr die ganze Zeit Geld? Der macht nichts und kriegt. Kann doch nicht sein. Wir sind nur gestresst und kriegen gar nichts. Welle der Kriminalität. Natürlich sind wir gestresst und verhungert. Ja, wir müssen ja eh arbeiten. Und wir sollten... Bei 800 sollten wir definitiv mal auf die Bank gehen. Sehr schön. Universität. Ich bin 9 als Gehilfe. Das
lohnt sich ja jetzt schon langsam. Dann können wir hier richtig. Miete ist nicht mehr das Problem. Die geht halt auch nie arbeiten. Da kommt mir das nur so vor. Dann geht doch nur entspannen. Angeln gehen. Ja. Boah, hast du endlich dein Sparschwein geschlachtet. Geschuldete Miete 540. Moment. Schuldete Miete, ich kann hier aber nicht machen. So. Hipster-Kleidung und Business-Kleidung. Die brauchen wir ja eh nur zum Arbeiten. Ich würde mal sagen, für den ersten Eindruck von dem Game hier reicht das Ganze. Ist halt nicht stressen lassen und ja, man hat halt eigentlich überhaupt keine Zeit zum Entspannen. Wie der Titel schon sagt. Weil irgendwie immer was anfällt, ob es die Miete ist, ob es wegen Essen ist oder sonst was. Das nächste Head. Wurde es durch Wochenende von beschissenen Schlangen aus einem beschissenen Hut angegriffen. Stress, ja. Haushaltsgeräte. Kühlschrank. Ja, ist klar. So kann ich mir so super leisten hier. Das wird ja ordentlich. Also, wenn man weiß, wie kann man das so richtig hier schön ausbauen. Vor allem hier. Mit einem guten Job halt geht das halt alles schneller wegen geldmäßigen. Vor allem unsere Miete. Aber wie gesagt, eigentlich wollen wir uns ja das nächste Game da mal anschauen. Also bis dann.